Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge in Season of Discovery. Wir spielen im Mage weiter. Ich bin schon mal hier ein bisschen vorgelaufen und habe schon mal so ein bisschen so einen Kleinkram erledigt, damit wir ein bisschen schneller vorankommen, weil ich würde ganz gerne in dieser Folge Level 10 werden, ja? Also wir sind ja bei den Grabräubern und wir brauchen dieses komische natürlich, das komische Sekret. Ich weiß nicht, was ein Sekret das ist, aber so ganz genau will ich das so gar nicht wissen. Das ist auf jeden Fall komisch. Alter Gnollglibber anscheinend. Und den will ich. Ah. Zum Glück ist er grün. Zum Glück ist er grün, Leute. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir in dieser Folge Level 10 werden. Weil ich würde auf jeden Fall vor Phase 2 auf jeden Fall den hier schon echt gerne auf 25 kriegen. Aber dann habe ich halt die Qual der Wahl, ne? Was werde ich dann zu Phase 2 spielen? Ich habe die Wahl. Jäger, Gurke, Magier, Druide habe ich dann. Also wenn der natürlich auf 25 kommt. Ja. Das ist wirklich die Qual der Wahl. Ich denke tatsächlich, dass ich meinen Jäger zuerst spielen werde. Goldtechnisch ist er auch schon relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Und das Geile ist halt bei ihm, dass er... Oh, zwei Kupfer vorkommen. Dass er schon 20 Quests ready hat zum Abgeben. Und noch 4 Quests im Inventar, die ich dann annehmen kann. Das heißt quasi 24 Quests. Also wenn wir da nicht direkt ein Level abkriegen, dann weiß ich auch nicht. Ach und genau, ich habe hier Rollen. Ich habe Rollen, die ich jetzt auf jeden Fall schon mal mir reinhaue. Ich meine, warum nicht? Fehlversuch, okay. Alles klar. Dann machen wir nebenbei noch so ein bisschen Cash. Das kann auch niemals schaden. Noch mehr, okay. Sag ich nicht nein. Da sage ich doch ganz sicherlich nicht nein. Ui. Habe ich echt schon einiges, ne? Gut, die Rollen habe ich. Papabam. Das sieht alles ganz gut aus. Da hinten war noch eins. Und da muss ich ab und zu mal abchecken, ob hier irgendwie Kräuter sind. Aber hier scheint nichts zu sein. Aber egal. Warte mal. Könnte der uns stören? Ne, ich glaube nicht. Ich bin außer Reichweite. Ich hole mir erstmal das Vorkommen. Dass mir jetzt hinter jemand weggeiert. Weil Bergbau macht schon ganz gut Cash, ne? Das muss man schon sagen. So, her damit. Wie kann ich diesmal hacken? Dreimal? Ja. Gut, machen wir weiter. Und rein ins Getümmel. Ah, ich liebe diese Fähigkeit, ne? Diese Huhnfähigkeit ist schon ziemlich geil. Oh. Das könnten wir eventuell auch gut verkaufen. Das schicke ich sofort bald an meinen Farm-Character. Ich habe mir auch wieder ein bisschen Cash rüber geschickt. Weil so müssen wir dann nicht immer nach Unterstadt und so, ne? So macht das unser Farm-Character und ich kann entspannt weiter questen, weiter leveln und weiter farmen. Geh mal kurz auf Kräuter, aber es sieht nicht so aus, ob wir hier irgendwie was finden würden. Ah, ob mein Mana reicht für den? Kritisch. Komm, ich hau mir einen Trank rein. Was soll's? Und wir können uns mal direkt den Trollbluttrank noch reinknallen. So, gehen wir mal in die Richtung. Oder was brauchen wir noch? Wir brauchen noch zwei von den Grabräubern. Und da hinten haben wir auch was. Warte mal. Bastarde. Ich brauche auch Bastarde. Gehen wir erstmal Richtung Bastarde. Oder? Nee, komm. Die sind ja da beieinander. Ach, hier. Komm einer an. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Widerstanden. Frechheit. Ich wollte schon sagen, wo ist das schöne Feuer? Ach, guck mal da. Sehr geil. Eine Melone, die wir direkt dann einmal schieben können. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, damit. Ey! Eine Melone widersteht, natürlich. Klassiker. Gut, gut, gut. Hier hätten wir nochmal... Aha, warte mal. Da hinten hätten wir... Wo... Hä? Silberblatt? Müsst du doch irgendwo... Ach, da. Wollte schon sagen, wo ist es guter als das Silberblatt? Ja, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Grabräuber... nehme ich gerne mit. Ja, den kriegen wir so down.
So, noch einmal rein. Die Eislanze und weg der Kollege. Ich muss halt immer zwischendurch hin und her switchen wegen den Berufen. Aber ich glaube, es lohnt sich halt am meisten, die beiden zu benutzen. Weil nochmal Leder, Kirschner. Boah, ich habe schon sehr viele mit Kirschnern. Ich glaube, das reicht erstmal, ne? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Toll. Boah, Bastarde. Sind die guten alten Bastarde. Hier müsste es eigentlich anfangen. Ah, ja. Da ist schon jemand fleißig Bastard am Killen. Und da hinten brauchen wir auch die Katze. Dann laufen wir mal dahin. 12er Mage. Haut hier doch alle easy weg. Kriegt ihr überhaupt noch Erfahrung hier? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, Leute. Naja. Erdwurzel und Silberblatt. Uiuiui. Pura Luxus. Machen wir erstmal die Dudes hier weg. Ah, komm, stirb. Und du auch einmal weg, bitte. Na super. Ah, komm her. Ich hätte es lieber auf den hauen sollen, ich weiß, aber... Was soll's? Gut, das hat doch einigermaßen gut funktioniert. So, Bergbau haben wir hier auch sogar. Perfekt. Dann holen wir direkt alles. Die Taschen einmal komplett voll machen. Ist er alleine drin? Ich glaube ja, ne? Hoffen wir mal. Ja, scheint so. Oh, komm. Sehr schön. Ist ein Wasserfass. Ja, komm, nehmen wir mit. Ist auch noch ein paar Kupfer wert, aber haben oder nicht haben. Und hier hinter ist es... Ah, da. Da ist ja das gute Kraut. Was haben wir da? Erdwurzel. Oh, geil. Da sage ich nicht nein, Leute. Erdwurzel. Ach, da wollte ich gar nicht rein. Und da haben wir sogar Kupfervorkommen. Nice. Ich würde sagen, die ersten... Kupfererze, die ich auch so sammle, die werde ich erstmal da hinten zu barren. Damit wir da auf jeden Fall erstmal Ruhe haben. Was die Skillpunkte angeht. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja, ein paar könnten wir sogar machen. Noch mehr, geil. Immer her damit. Okay, ich wollte schon sagen, noch mehr wäre jetzt ein bisschen crazy gewesen. Aha, da oben wären noch... Hä? Da ganz oben. Ja, super. Oder? Bin ich jetzt so gierig und laufe da hoch? Nee. Nee, nee, das lassen wir mal. So, wir machen weiter. Wir finden schon genug Kupfer demnächst. Das wird schon passen. Ja, hallo, danke. So, der letzte Bastaroni. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Sehr schön. Was haben wir denn noch hier in der Nähe? Ach, Murlocs. Ach, hör mir auf. Ach, hör mir auf mit den Murlocs, Leute. Murlocs, Murlocs, nennt ihr, wie ihr es wollt. Wissen ganz genau, welche Viecher wir meinen. Wir könnten auch hierhin erstmal. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Gehe ich erstmal hier weitermachen oder gebe ich erstmal ab und mache dann weiter? Ich würde sagen, ich mache erstmal weiter und gebe dann alles auf einen Schlag ab. Ich hoffe nur, dass wir nicht hier nochmal zurück müssen, ne? Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, aber wir lassen es mal überraschen, ne? Wir schauen mal. Gut. Oh, ich musste gehen, Leute. Tut mir leid. Da ist nochmal Kupfer. Das nehme ich mit. Na super.
Ich hab's geahnt. So, dann kann er mal ruhig hierher kommen. Kann ich noch nicht wirken. So. Nice. Das lief doch ganz gut. Ey. Wieder Fehlversuch. Unglaublich. Nicht mit mir. Und. Ja, mit dem geilen Kupfer. Nice. Kräuter. Haben wir Kräuter? Irgendwelche saftigen Kräuter. Ich würde aber sagen, da wir uns so ein bisschen. Ah, da oben wäre noch eine Erdwurzel. Gut, dass ich nochmal auf Kräuter gegangen bin. Da haben wir noch eine. Hä? Ach so, da ganz oben. Ja, super. Dann hole ich mir da hinten die Erdwurzel und haben wir hier noch irgendwie Kupfer? Oh ja, haben wir. Ich würde erstmal die Erdwurzel geschnappt. Ah, der könnte nerven. Dann sollte ich die Friedensblume auch mitnehmen? Ich meine, ich brauche aktuell schon ein paar Skillpunkte, ne? Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich nehme mir erstmal die Erdwurzel und dann schaue ich mal, wo ist... Ah. Kann es sein, dass der sich die genommen hat gerade? Nee. Nicht. Silberblatt. Doch. Oh, der ist ganz schön am Laggen. Ja, kann ich vergessen. Das kann ich vergessen, Leute. Aber. Dafür. Hä? Ach da. Dafür kann ich mir hier schön Kupfer mitnehmen. Wir machen irgendwie mehr Sammlerei als Killen, ne? Wir machen mehr Sammlerei als Quests. Aber gut. Boah, ich kann auch irgendwie oft abhacken heute, ne? Sehr geil. Ich dachte schon jetzt nochmal. Das wäre ziemlich crazy gewesen. Da ist noch eine Friedensblume. Oh, sehr geil. Ach, ich habe vorhin geschiebt, aber nicht eingesammelt. Ne? Ja, ich bin so ein Vollprofi. Ist mir jetzt auch aufgefallen. Ja, damit. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Stelle war und ich denke... dass es mittlerweile bestimmt auch nicht mehr da ist. Brauchen wir auch. Dann immer her damit. Ich bin außer Reichweite. So. Nice, sogar direkt gedroppt. Oh, 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 oh. Ich hab's schon fast geahnt. Haben wir hier... Ey, jetzt klaut ihr mir meinen Kräuter, ne? Der ist bestimmt am Skillen. Nicht? Das... Hey, aha. Er nimmt sich doch, es gilt. Ja, aber warum macht er das nicht ein Router oder so? Ist er nicht viel mehr? Oder irre ich mich? Naja, okay. Dann hoffe ich mal, dass er mir jetzt nicht hier alles wegklaut, ne? Der kleine Gauner. Mal sehen, mal sehen. Ja, wir haben hier auf jeden Fall mehrere Quests. Ich laufe mal hier lang und dann gucke ich, ja, so eine Fledermaus kann ich auf jeden Fall mal mitnehmen, so ab und zu. Geh mal kurz auf Abstand. Kann ich noch nicht wirken. Das so. Sehr schön. Aber Kräuter sehe ich hier irgendwie gerade gar keine. Brauche ich auch. Aber warte mal, ich hol mir mal den hier. Ach Quatsch. Die sind eh auf Fernkampf, dann kann ich direkt Feuerball ballern. Rein da. Das lädt immer noch auf. Ah, ja, ja. Okay, nicht gut. Okay, das war gut. Oh, was haben wir denn da? Was habe ich denn da Schönes? Quest-Gegenstand. Oh, den kann ich ja direkt annehmen. So. Nice. So, wir gehen mal hier hinten lang. Einfach um zu schauen, ob da auch eventuell noch nebenbei so ein paar Kräuter sind oder so. Oh. Ja. Hier war nämlich die Erdwurzel. Gehen wir erstmal hinten rum. Ich hau den weg. Dieser Zauber ist safe, ist safe, Leute. Lieber hauen wir den Kollegen hier mal weg. Sehr schön. Okay, haben wir noch Bergbau irgendwas hier? Nein. Oh.
Der war ziemlich nah dran, der Kollege. Zack. Und bremsen. Ey! Frechheit. Das war jetzt gerade eine pure Frechheit, Leute. Der hat einfach widerstanden. Er widersteht einfach meinen Charme. Meinen magischen Charme. So, haben wir hier noch irgendwas? Kann ich hier hochlaufen? Na, das ist ein bisschen kritisch. Mal gucken, ob ich noch irgendwas Nettes finde, nebenbei. Ja, jetzt brauche ich noch die Überreste hier, warte mal. Hau vielleicht erstmal den Magier da weg. Das ist eine ganz gute Idee. Autsch. Oh, hat er ihn gerade gekillt? Warte mal. Der hat doch schon Pet. Achso, Hexmeister. Ich dachte ganz kurz, dass das ein... Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ringe Magie. Nimm mal den mit. Keine Ahnung. Wo ist denn der Kollege, den ich brauche? Ach da. Nee. Oh, Elite. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist der gute Mann. Alright. Friedensblume, Silberblatt. Wir gehen in Richtung Silberblatt. Oh, stirbt er gleich. Er schafft es. Gut, dann brauche ich nicht helfen. Silberblatt und da hinten ist auch nochmal Friedensblume und bergbaumäßig ist hier gerade nix. Tote Hose. Hä? Achso, da im Busch. Im Lebuch versteckt er sich. Der kleine Gauner. Gibt es doch nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Alright. Soweit, so gut. Aha, aha, aha. So, ich würde sagen, den hauen wir mal lieber weg. Der könnte echt nervig werden. Das lädt immer noch auf. Ah, killt den das? Ich weiß es nicht. Ja doch. Brauche ich ein bisschen Mana. Dann hauen wir den auch weg. Was haben, das haben wir, ne? Was wir haben, das haben wir, Leute. So, echt kein Bergbau hier. Ah, doch. Ich wollte schon sagen. Hier sieht es sehr bergbaumäßig aus. Ihr wisst, was ich meine. Ein paar Berge und so. Hügel. Aha, hier. Hier sind wir richtig. Das Inventar füllt sich und füllt sich. Genauso liebe ich es. Oh. Okay. Dann machen wir weiter. Und die ganzen Quests sind wieder hier aktiv. Kann man das mal aufstellen? Der nervig. Hä? Also gerade. Aha. Okay, seltsam. Sehr, sehr seltsam, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin verwirrt. Bin sehr verwirrt. Das lädt immer noch auf. Ja, 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 ja. Komm, hau ihn weg. Wunderbar. Hier ist nix. Nicht. Hm. Okay. Dann geht's wieder runter. Also ich brauche noch ein paar Schädel hier. Also es dauert irgendwie sehr lange. Die Rippen. Soll ich den Elite killen? Also 12 einmal wäre ein bisschen zu hart. Warte mal, wir warten mal lieber. So. Alleine sehr gerne. Ah, komm, stirb. Ich würde die ganz gerne einmal umhauen. Ja, Assi. Ich hoffe, er geht drauf.
Die läuft zu mir. Unglaublich. Das ist frech. Die läuft einfach zu mir, Leute. Er klaut mir meinen Mob und ist dann noch so frech, um zu mir zu laufen, Leute. Unglaublich. Also die noch zu mir laufen zu lassen und sie kommt auch noch auf mich zu. Einfach nur frech. Was haben wir hier für eine Axt? Aha. Na gut, haben wir wenigstens ein grünes Teil bekommen. Oh, 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 oh. Komm her. Du bist meins. Mana, komm. Und großzügig. Sehr schön, das haben wir dann auch schon mal. Brauche ich nicht noch irgendwelche Überreste hier? Aha, da hinten. Vom guten alten Gregor. Aha. Ja, dann arbeiten wir uns mal nach hinten. Ach schon, da ist wieder die Elite Lady. Gut alte Elite Banshee, aber die ist nicht am Start. Oh, nehmen wir den hier. Weit entfernt. Der sieht ganz sympathisch aus. Ruhe, ha? Der ist relativ nah dran, aber ich glaube, sollte mir keine Probleme machen. Die Quests aktivieren sich wieder, unglaublich. Danke. So. Da hinten hält der sich, glaube ich, auf, ne? Der gute alte Gregor. Gregor. So. Perfekt. Sehr nice, schon den nächsten Schädel. Wie viel brauchen wir nochmal von denen hier? 3. Ob mein Mana da ausreicht? Ich denke ja. Hau lieber Feuerbälle drauf. Sehr gut. Ah, da ist er doch. Jetzt muss ich nur an ihn rankommen und erstmal Mana tanken. Und wir haben fast Level ab, ne? Wir haben noch keine Quest abgegeben. Wir haben gleich mehrere Quests, die wir abgeben können. Es läuft ganz gut, würde ich sagen. Und wir haben ordentlich Beute schon gemacht. Also langsam, aber sicher geht es hier gut voran. Das lädt immer noch auf. Ja. Ja. Sehr schön. Was ist das für ein Gürtel? Aha. So, Gregor. Oh. Natürlich, okay, geh mal ein bisschen auf Abstand. Wollte schon sagen, jetzt gammelt der da ganze bei dem rum oder was? Schön zu Onkel Ray. Ich hab nämlich was für dich. Und komm. Ach komm, ernsthaft. Sehr schön. War da nicht noch irgendeiner, den wir brauchen? Aha, genau. Turmann. Turmans. Die gute alte Turmans, Leute. Wer kennt die nicht? Turmans. Mein guter alter Freund. Hey, der steht uns ein bisschen im Weg. Ich würde sagen, den hauen wir auch weg. Wunderbar. Also die Rune ist Gold wert, Leute. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft noch so ist. Ich selber den Mage hier in Season of Discovery noch nicht gespielt habe. Ich muss aber sagen, aktuell macht das sehr viel Laune. Und da hinten wäre ein Silberblatt und noch eine Erdwurzel. Und dann wird Truman. Truman aus der Truman Show. Wie komme ich jetzt am besten an ihn ran? So am besten, ne? Komm, nicht, nein, nicht so nah an den. Ah, ja, das war klar. Ich hab's geahnt. Hab es geahnt, Leute. Komm, weg mit ihm. Kann ich noch nicht wirken. Ja, ja, ist ja gut. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Nicht genug Mana.
Ah, oh nein. Er ist wieder da. Er ist instant gespawnt, Leute. Er ist einfach instant gespawnt. Gelootet? Ja, doch. Was ein Glück. Was ein Glück. Okay, Bergbau ist hier nichts. Ah, den Loot lassen wir mal liegen, ne? Was soll's. Wir haben die ja eh fertig. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch die Rippen. Meine ich auf jeden Fall. Ja, sieht ganz nach Rippchen aus. Nicht mehr und nicht weniger. Hier habe ich relativ Ruhe. Bergbautechnisch ist hier nichts. Alles klar. Super. So, Kollege. Ah, ich freue mich schon, wie wir. Geil, Level Up. Arkane Explosion und sowas haben und Frostnova und die dann richtig zusammenpullen können. Und dann. Oh, geil. Gepaart mit den Zauber, da können wir auf jeden Fall ordentlich ja, leveln mit, ne? Schon nicht schlecht. Muss man schon sagen. Ja, wir haben ihn gleich. Perfekt, wir haben alle Rippchen. Ich mach mal einen Ruhestein. Und da haben wir direkt in der Nähe Fledermäuse, machen wir das nämlich direkt da vor Ort, vor Brill. Können wir schon mal ein bisschen was verkaufen, ein paar Quests abgeben und so weiter. Ist doch schon mal nice. Ich hab nicht ewig Zeit. Mal den ganzen Müll hier loswerden. Oh, das ist Questgegenstand, der hier auch, okay. Die Rippen auch, auch. Auch. Schädel auch. Ja, ich habe sehr viele Schädel. Ob ich bin ein bisschen krank, kann das sein? Ich glaube, Schädel sammeln ist nicht das Normalste, ne? Hallo. Die dunkle Fürstin schütze euch. Ja, danke dich auch. Fürchtet die Lebenden. Immer doch. Ich fürchte immer die Lebenden und vertrauen tue ich erst recht keinen. Auch nicht dir. So. Ab zu Monopoly Guy. Der kriegt jetzt den ganzen Kram hier einmal. Das war's aber, glaube ich, ne? Oder habe ich noch was? Ne. Sieht nicht danach aus. Und ich habe sehr viele Quests mal abgeben. Geil. Einfach nur geil, Leute. Ich sollte mir auf jeden Fall wieder ein paar Mana-Tränke besorgen, ne? Ist gar nicht so schlecht. Ich schau mal ganz kurz hier hinter. Hier gibt es ja eine Kräuterhändlerin, die hat doch hin und wieder mal Tränke im Repertoire. Und es könnte sein, dass sie eventuell einen oder anderen Mana-Trank hat. Leider nicht. Geringe Haltung, nee. Nein, danke. Mana ist eher mein Ding. Ein Buff für mich, ja. Kleiner Geier. So. Ich bin von den Verlassenen. Ich genauso. Oh geil, der erste Stab, der ein bisschen der besser ist. Geduld und Disziplin. Aha, aha. Ja. Tschüss. Oh. Sehr nice. Unsere Zeit. Genauso liebe ich es. Vertraut niemandem. Zwei Attribute ist schon nett, ne? Ist schon ganz süß. Oberfaden brauche ich. Was jetzt? Oh, haben wir erledigt. Tschüss. Bis. Auf Wiedersehen. Rüstung reparieren. Ah, warte mal, hier ist ja direkt Lederrüstung. Ich hab nicht ewig Zeit. Begrüß den Schatten. Selber Magierin. Hey, hier drin aber noch eine Quest zum Annehmen. Was ist Sieg für Sylvanas? Wunderbar. Wir haben hier sehr viele Quests sogar noch zum Abgeben. Nicht schlecht. Also wir haben sogar schon fast das. Also wir haben schon über die Hälfte vom Level, ne? Das ist ich geil. Bin verlassen. Haben wir hier eine Rose da? Ja, gut. Nimm die Schuhe, verkaufe ich die lieber. Den Schatten.
Ich werde auf jeden Fall bald nochmal ab Level 10, glaube ich, nach Unterstadt gehen, um hier so ein bisschen Kleidung einkaufen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Wir ein bisschen mehr Mana und so ready haben, ne? Ihr wisst, was ich meine. Nice, wir haben schon fast ein Level ab. Okay, wir müssen nochmal da hoch. Das machen wir aber zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist mir... scheint mir ein bisschen knackig noch zu sein. Ich würde sagen, gehen in die Richtung, geben die Quest ab, machen die Fledermäuse. Und dann machen wir das mit den wandernden Geists. Und mit den Scharlachroten. Ich glaube, das ist eine perfekte Kombi. Dann könnten wir das alles erledigen. Bam. Dann die Quests alle wieder abgeben. Dann hier oben Murlocs machen. Und danach hier hin. Irgendwie sowas. Irgendwie etwas in dieser Richtung, Leute. Ich glaube, das ist gut. Gut, gut, gut ist das. Und ich brauche noch wie viele Notizen? 3. Also ich weiß auf jeden Fall, hier waren auf jeden Fall sehr viele Melonen. Jetzt muss ich nochmal da einen Besuch abstatten und nochmal da ein bisschen was machen. Aber ich denke, beim Leveln werde ich schon das ein oder andere noch finden. Und wir haben fast 2 Gold. Geil. Deswegen, ich kann auf jeden Fall schön shoppen. Was jetzt? Und ich will auf jeden Fall meinen Zauberstab haben. Nochmal nach Brill. Ja, das machen wir später. Das machen wir später, Leute. Nur noch 4 Balken und Level Up. Geil. Also Level 10 ist easy drin. Nice. Und wir sehen gut aus. Sehen wie ein wahrer Gentleman aus. Das Einzige, was relativ nice ist, ist halt hier die Brust mit der Willenskraft, ne? Mehr nicht. Ah, ich hätte aber auch gerne die mit 2 Intelligenz gekauft in der letzten Folge, ne? Aber gut, da war ich broke. Oh, da. Dieser Zauber ist nicht bereit. Komm her, Kollege. Nice. Und sogar direkt gedroppt. So liebe ich es. Gehen aber erstmal zu den Scharlachroten, weil wir müssen auf dem Weg bestimmt eh den einen oder anderen noch killen. Habe ich so im Urin. Mein Urin sagt es mir. Wir sind sehr nah beieinander. Machen wir erstmal die Zombies. Obwohl hier. Und danach machen wir erstmal die Zombies. Super. Das lief hier wieder perfekt. Ah, komm, geht drauf. Okay, dann muss auch die Zombies killen. Oh, geil. Ich könnte direkt schieben, wenn nicht der Magier mir das gleich alles wegklaut, natürlich, ne? Versteht sich. Müssen wir auch killen. Wanderer Geist. Sehr nice. So, machen wir es so. Das ist auf jeden Fall schon mal safe mines. Sehr schön. So, dann sollten wir mal eben ein Schlückchen trinken. Sieht nett aus. Und gut. Ledermoss könnte ich auch gebrauchen, ne? Ich könnte eigentlich den auch in eine Gruppe einladen und könnte mal zusammen die Quest machen. Ist eigentlich gar nicht mal verkehrt, ne? Komm. Ich versuch's. Komm ein bisschen schneller voran. Grüß nicht mal, ist immer schade. Also nicht, er sitzt nur rum. Ist ziemlich ärgerlich. Hallo? Ja, er chillt und genießt halt, ne? Dass ich die Arbeit mache anscheinend. Keine Ahnung. Ah, doch nicht. Wollte schon sagen. Wollte schon sagen, Leute. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und komm schon. Oh. Nice. Geil. Erste vernünftige Robe.
Ah, der kippt schon so um, alles klar. Oh oh. Mana, nix gut. Komm, knüppel sie. Alright, her damit. Eine Seite fehlt mir noch. Weiß nicht, ob ich ihn weggeklaut habe, aber so ist nun mal das Leben, ne? Hihi. Hi, hi. Oder meint ihr hihi? Ah, doch, ganz nett. Ist doch eine ganz nette Wurst, Leute. Magier Tag Team. Genau so, Leute. Genau so und nicht anders. Nice. Ja, so ballert man gut durch, ne? Doppel-Mage-Power ist schon geil. Das ist schon ziemlich geil. Und da hinten wäre die letzte Melone. Brauchte die nicht. Sie würde ihm die überlassen. So, dann nehme ich sie. Was jetzt? So. Dann haben wir das schon mal auch hier. Ja, damit. Brustteil. Leuchten. Aha. Ich muss näher ran. Aha, aha, aha. Passiv, geil. Ach, hier oben ist es auch. Nice. Was hat er da gemacht? Achso, eine andere Quest noch, okay. Ich verstehe, also ich brauche auf jeden Fall noch zweimal Wandernder Geist. Braucht der die auch noch? Ah, der braucht auch noch. Nee. Ich brauche drei. Er braucht zwei. Oh, komm, Kollege, stirb. Er hat sein Level abbekommen. Mega. Kann ich noch nicht wirken. Ah. Okay, dann für den nächsten halt. Komm, geht drauf. Ja, super. Ist noch nicht bereit. Sehr schön. Wunderbar. So. Ich warum ich so geredet habe, Leute, keine Ahnung. Fragt mich nicht. Kann ich noch nicht warten. Und da war er auch schon weg. Alright, alright, alright. Und hat irgendwas von Murlocs gesagt. Meint ihr jetzt damit die Murloc Quest oder? Ah. Na super. Das lädt immer noch auf.
Ah ja, ich hab's geschafft. Nice. Nice, nice, nice. Haben wir noch irgendwie Kräuter? Ja, da hinten waren welche, aber... Nehme ich mir mal das gute Ding hier. Das ist auch nur eine Kill-Quest, ne? Eigentlich könnte ich den Hexenmeister auch einladen, aber... Ich würde sagen, das ist so schon ganz gut. So. Frosty Nil. Gute alte Frosty Nil. Super Typ. Beide gleichzeitig nice. Alright, ich mach mal die Quest hier weg. Stören so ein bisschen. Alles klar. Ui. Und weg mit dir. Alright, ich muss noch was trinken. Ja, sehr korrekt von denen, aber ich glaube, ich hätte sie mal lieber einladen sollen, ne? In die Gruppe. Wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, ja. Dank sich nicht mal. Na gut. Dank sich nicht beim Ehrenmann Frosty McNeil. Ach, da ist er wieder. Da ist er ja wieder, Leute. Und das war's auch schon. Nice. Und dann kommt direkt der nächste rausgegammelt. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr. Oh. Barlens Bauernhof. Was ein Zufall. Weil er weiß, dass die Quest erst ab Level 10 kommt. Hat er mir sie direkt gegönnt. Und ich weiß gar nicht, welcher Mage am besten ist. Frost Mage? Arcane Mage? Ich bin gerade gar nicht sicher. Ich habe auch Bock auf Frost, aber irgendwie, ich weiß nicht, Feuer. Ich stehe auch total auf Feuer Mage, Leute. Beides sehr nice. Mal da hinten. Ja, drin, ne? Ja. Sollen wir hier noch irgendwie Bergbau? Ah, da hinten. Vielleicht finden wir hier hinten noch irgendeinen. Oh. Ja, damit. So, wir können das direkt auch mal einsortieren, fällt mir gerade ein. Okay. Wunderbar. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Sehr nice, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Okay, er will mir wahrscheinlich die Stelle zeigen für die Magier-Quest. Sehr wahrscheinlich. Perfekt. Gut. Das ist auch schon mal ganz nice. Das haben wir ein bisschen zusammen gequestet. Geil. Bei Murlocs allein hätte ich jetzt nicht so Bock gehabt. Muss er die aber auch machen oder hat er die schon fertig?
ist die goldene Frage aller Fragen, Leute. Ich will den jetzt so nix hetzen. Murder Quest mache ich definitiv noch mit dem. Weil die sind immer so nah beieinander, ne? Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ich hätte ganz gerne eigentlich noch Frost Nova gelernt, aber... Ich würde sagen, das passt schon. Ja, muss ja auch hier kräutern. Ja, alles klar. Überlasse ich den Kollegen. Er ist so nett. Er ist wirklich ein Goldstück, Leute. Alright. Oh, wie hätte ich Lust, Leute, hier auf Kloster, ne? Ich freue mich echt schon auf Phase 2 und dann Kloster. Richtig rein da. Kloster ist schon köstlich. Das muss man schon sagen. Also wer Kloster nicht geil findet, keine Ahnung. Okay, okay. Das lädt immer noch auf. Alright. Will er einfach am Rand entlang oder durchs Wasser? Na gut. Direkt straight durchs Wasser durch, anscheinend. Naja. Also Murlocs brauche ich noch. Dann brauche ich noch die eins um Pelz. Oh, sorry, Leute. Dann habe ich die Quest auch alle. Eieiei. Ja, und wenn wir das haben, dann können wir alle abgeben. Und dann machen wir hier oben den Rest. Und dann sind wir eigentlich in dem Gebiet hier, soweit ich weiß, fertig, oder? Oder gab es noch irgendwas mit scharlachroten Kollegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann es euch gerade nicht zu 100% sagen. Ja, Kupfer. Ach, warte mal, hier war ja auch noch was, oder? Ja, doch, Quatsch, hier war auch was. Müsste nach Unterstadt eigentlich. Eigentlich müsste ich nach Unterstadt gehen, Leute. Das werde ich auf jeden Fall nach der Aufnahme auch machen, um ein bisschen Rüstung mal zu holen. Aber ich würde sagen, so... Questen wir es erstmal in Ruhe, ne? Wäre jetzt Bergbau gewesen, ich weiß, aber lassen wir stehen. Ach, und ich habe meinen Kupfer. Meinen Bank-Charakter geschickt, fällt mir gerade ein. Ich wollte das ja eigentlich verhütten, ne? Eigentlich wollte ich das gut alte Kupfer verhütten. Hm. Nicht so gut. Okay, ich bin gebufft. Oh. Ach, den meint er. Ja, super, nervig. So, komm, wir holen ihn raus. Ah, kommt er mal raus? Komm schon. Ah, nochmal, geil. Sehr, sehr nice. Kann ich jetzt einmal nochmal die Rune verwenden? Wirkt das mit der Rune überhaupt? Ja doch. Scheint zu wirken. Ich wusste gar nicht, dass er diesen Murloc meint, Leute. Wusste ich gar nicht. Und wir haben es gleich. Schon. Glaube an dich. Nicht mehr lange. Komm, ist es der letzte? Immer noch nicht.
Unglaublich. Ich brauche mehr Mana. Na komm schon. Hab dich nicht so. Was ist denn das Brustteil? Feuerfontäne. Oh. Oh, oh, oh. Ja, gut, ich würde sagen, ich gehe dann nach Brill. Ich bin erstmal so zufrieden. Schau mich später an, welche Skillung ich mir hole. Ich habe mich gar nicht durchgelesen. Was ist das denn genau für ein Zauber? Wird die Kriegstreffer alle Feuerzauber um 15%. Oh, was auch noch, ja. Witzig. Ah. So, das war doch ganz nice. Sehr, sehr freundlicher Dude, Leute, muss man schon sagen. So liebe ich das. Das heißt, wir können jetzt direkt ein paar Quests abgeben noch. Kriegen einen neuen Stab. Kriegen unsere Fähigkeiten. Und ich kann auch Unterstadt meinen Kram da erledigen. Nice. Das ist doch nice. Und wir haben sogar fast 2 Gold. Wenn das nicht mal geil ist, dann weiß ich auch nicht. Gut. So, gehen wir erstmal die Quests ab. Und dann einmal den neuen Kram erlernen. Was jetzt? Ganz ruhig. Denk dran. Nicht so gemein hier. Ah ja, da müssen wir auch noch was machen. Ich wusste doch, da war noch was. Ich bin ganz Ohr. Okay. Ich habe leider nicht so viel Erfahrung. Aber gut. Aber gut. Jetzt wir noch hier hin, da die Quest abgeben. Alright, soweit. Läuft es. Ich will erstmal den ganzen Müll hier verkaufen. Hallo? Ja, sieht gut aus. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen, verehrte Dame. Ich bin ganz Ohr. So, neues Wasser, Frostnova und Frostrüstung. Leb wohl. Ja, damit. Das alte Wasser können wir erstmal drin lassen. Dann, bam. Frostblitz. Ach Quatsch, wie komme ich auf Frostblitz? Frostnova. Mach ich mal auf F. Ah, das ist der Frosty Neil. Und neue Frostrüstung. 13,9% und jetzt haben wir 18,4. Das ist doch schon mal was. Nice. Sehr, sehr nice, Leute. Ah, der Typ ist funny. Der ist gut. Der ist echt gut, Leute. Raus mit der Sprache. Alright. Dann ab nach Under City. Und ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ihr wisst, wie der Hase läuft, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.